Dein Applaus, Lena, nochmal an dieser Stelle für diese tollen Filme. Ja, und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Eigentlich habe ich jetzt schon wieder so eine Gänsehaut, wie immer bei diesen Filmen. Und gerade nach Emily Martha, habe ich das Gefühl, ich will eigentlich gar nicht, dass das aufhört. Also das ist so ein ganz faszinierendes Gefühl, was da rauskommt. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir diesen Figuren so extrem nahe kommen. Das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes, was du da schaffst. Erzähl uns vielleicht mal als erstes, wie ist es, so einen Raum aufzubauen, dass diese beiden Schauspielerinnen so ein Vertrauen dann auch haben in dich, dass sie so eine Nähe zulassen? Also in dem Fall hat es wahrscheinlich schon ein bisschen geholfen, dass die beiden sich ja nicht unbekannt sind, sondern privat befreundet sind. Ich habe lange gesucht nach einem Paar, das das spielen kann. Und ich hatte viele interessante Schauspielerinnen, aber es hat nie gematcht als Paarkonstellation, dass man wirklich dachte, das ist... Das glaube ich, dass das ein Liebespaar sein könnte. Und dann hatte ich irgendwann Vicky Krebs als Helene besetzt und haben immer noch nach irgendeiner faszinierenden, geheimnisvollen Martha gesucht. Und dann hat sie Lena Lotzimis ins Spiel gebracht, mit der sie davor tatsächlich einen Langspielfilm, der hier tatsächlich, glaube ich, am das Montag... Das Zimmermädchen Lynn, der Auftakt des Symposiums. Da waren die schon mal in der Konstellation. Und Vicky sagte, ja, da hatten wir irgendwie, wir haben da so angefangen, Paarbeziehungen zu spielen. Das war so spannend. Und bevor es irgendwie interessant wurde, war der Film aus. Oder, also sie hatte so Lust, da noch anzuknüpfen. Sie hat gedacht, da kann man noch was machen mit der Konstellation. Und dann habe ich Lena getroffen, kennengelernt und dann... war das irgendwie relativ schnell klar, dass die das spielen werden. Trotzdem ist es natürlich nicht, die sind halt sonst Freundinnen und kein Liebespaar. Und das wiederum ist dann auch eine Hemmschwelle. Und das hat auch viel Zeit gebraucht, irgendwie das, ja, auch diese Liebesszenen irgendwie dann drehen zu können. Da hatten die auch Angst vor. Aber sie kannten uns dann irgendwie, also mich und die Kamerafrau, die ist dann natürlich auch sehr nah dran. Wir müssen uns einfach gut kennen, uns vertrauen, dass wir da irgendwie... keinen voyeuristischen Blick drauf haben, sondern einen sehr behutsamen, zärtlichen Blick drauf haben. Und dann irgendwann haben sie sich fallen lassen. Das ist ein gutes Stichwort. Es ist nicht voyeuristisch, überhaupt nicht. Sondern man hat das Gefühl, man ist einfach mit im Raum. Und das passiert einfach da alles. Gleichzeitig, du hast das Wort Liebe auch gerade verwandt. Das ist natürlich etwas, gerade wenn man die drei Filme anschaut, immer wenn das ins Spiel kommt und da nochmal sich was aufbaut, dann geht was anderes aber kaputt. Also es ist immer dieses Spiel, es ist nicht einfach nur der Liebe willen, wie ich vorhin auch gesagt habe, der Schönheit um der Schönheit willen, sondern da ist immer was, woran man sich dann reiben kann. Und dann muss irgendwas passieren, weil der Moment kann nicht bleiben, der Schöne. Ja, da kann man Goethe zitieren. Also es ist ja, es geht tatsächlich ja mehr um eine Sehnsucht nach Liebe oder um eine Sehnsucht nach Erfüllung von Liebe und von Glück und sozusagen... Immer dann, wenn es kurz greifbar ist, verflüchtigt sich es wieder. Also daran arbeiten die Filme sich ab. Eher mit so einem Sehnsuchtselement als einfach, gut, also einen glücklichen Liebesfilm zu erzählen, ist natürlich auch sowieso ungemein schwieriger, weil wenn man nur Glück hat, gibt es keine Fallhöhe. Bevor ich auch gleich dich mit ins Spiel bringe, Gude hat noch auf jeden Fall die Frage, ist mir gerade auch nochmal aufgefallen bei Geister, die ich rief, da ist dann eine Übersetzung eines schwedischen Teils, als sich die Mutter verabschiedet. Papa liebt dich besser. Das ist auch sowas, ich hatte, da vermutet man eigentlich, Papa liebt dich mehr, aber Papa liebt dich besser. Das heißt, man kategorisiert Liebe plötzlich auch in besser und schlechter. Das finde ich auch ganz interessant. Das ist auch was in deinen Filmen immer wieder so unterschwellig mit reinspielt. Zumindest sie als Mutter hat da eben das Gefühl, dass sie nicht gut genug liebt, weil sie ihr Kind verlässt. Ich finde, man sieht in dem Film, dass das gar nicht stimmt. Wir sehen ja sehr liebevolle Momente zwischen ihr und dem Kind. Und es ist nur ihr eigenes Schuldgefühl, das ihr sozusagen einredet, der Papa ist besser, ein besserer Mensch vielleicht auch als sie, weil er verlässlich ist und da ist und sich nicht irgendwie so in die Irre führen lässt. Das geht der in Emily Martha, der Vicky Krebs, aber dann wieder auch ganz genauso. Die hat auch immer Angst, dass sie nicht genug liebt und dass das dann nicht reicht für diese Martha und was dann zurückkommt. Und diese Angst, die schwingt da auch immer mit. Ne? Also eine Angst gehört dazu bei der Liebe. Damit wird es dann wahrscheinlich auch unmöglich. Also wenn man nur noch Angst hat vom nicht geliebt werden, dann wird es schwer, sich fallen zu lassen. Und sie ist ja wahnsinnig auf die andere fokussiert und sich selber stellt sie irgendwie sehr in den Schatten. Und man erfährt eigentlich gar nicht, was Martha über sie denkt, was Martha an ihr vielleicht auch liebt. Mhm.
Godard, du kennst Lena schon sehr lange. Ihr habt auch mal quasi im selben Haus in Berlin gewohnt, zufällig. Du hast jetzt diese drei Filme wahrscheinlich auch das erste Mal am Stück hintereinander gesehen. Was ist denn dein Eindruck, auch gerade aus deiner Sicht als Schauspieler und jemand, der sich sowieso für dieses poetische Kino interessiert? Gibt es irgendwas, was dich jetzt auch daran so fasziniert, wenn du die drei Filme gerade frisch gesehen hast? Man hat das Gefühl, der ganze Film ist so übersensibel, dass man das und das transportiert irgendwie dieses Innere der Person oder die, wie sie sich fühlt oder was für einem Verhältnis sie gerade sich befindet. Vielleicht ist es genau das, dass das klassische Geschichten sind, die erzählt werden. Das beschäftigt die Menschheit, seit es Geschichten gibt, seit es Menschen gibt wahrscheinlich. Also ich höre ja dann oft auch vielleicht, dass das irgendwie... Also nichts Besonderes sei, es ist halt ein Liebesfilm. Also im Vorfeld, wenn man sagt, was man von einer Geschichte erzählen will, dann wird immer gefragt, was passiert denn Spannendes? Also es wird irgendwie damit gerechnet, dass was ganz Krasses passieren muss. Wie du vorher sagst, es muss auf einen Höhepunkt irgendwie zu rennen und dann eine Lösung finden. Und das machen die Filme eben nicht, sondern die gucken sich halt wirklich ganz genau zwei oder drei Menschen an, in welchem Zustand die sind, was die fühlen und was in denen vorgeht. Und dann natürlich passiert äußerlich sozusagen, wenn du sagst, wird handlungsärmer, ne? Äußerlich passiert weniger und innen drin vielleicht umso mehr. Umso mehr, eben. Und das Poetische, das lädt das ja auch gerade noch auf. Also bei M.W. Martha, dieser Off-Kommentar, der ja im Grunde ein Gedankenfluss der Hauptfigur ist, der ist so poetisch komponiert auch. Also das ist wirklich ein eigenes Kunstwerk schon für sich genommen. Und das verbindet sich dann halt mit diesen Bildern. Und das ist dann auch wieder was sehr Klassisches, weil Poesie, damit haben sich schon die alten Griechen beschäftigt. Aber würdest du sagen, dass in diesen Filmen auf jeden Fall mehr Vertrauen, weil das war ein Wort, was gestern oft fiel in der Diskussion, Vertrauen nötig ist, also gerade auch, wenn man Schauspieler ist und sich da fallen lassen muss? Ja, also Vertrauen ist ja sowieso mal extrem wichtig für einen Schauspieler. Also wenn du dem Regisseur nicht vertraust, dann wirst du dich auch nicht öffnen und wenn du dich nicht öffnest, dann kannst du es gleich vergessen. Ja, man muss... Also sollte die Voraussetzung sein, eigentlich, das Vertrauen. Genau, das ist sowieso... Du meinst jetzt halt, dass hier besonders intime Szenen genau. da sind, dass es dann noch mehr braucht. Aber gut, er hat schon recht, das muss eigentlich immer da sein. Aber ich könnte auch als Regisseur nicht arbeiten, wenn ich spüre, dass meine Schauspieler mir nicht vertrauen. Dann werde ich auch unsicher, wenn ich spüre, da ist irgendwie noch ein Vorbehalt, die trauen sich nicht richtig. Also das hatten wir beim Martha vorübergehend auch, da mussten wir aber es erst klären. Also ich kann dann nicht so eine Liebesszene drehen, wo die nackt sind und so, so intim miteinander sind, wenn ich spüre, da ist irgendwas noch Komisches im Raum. Dann müssen wir das erst ausräumen, weil sonst entsteht das nicht, was ich da brauche auch für den Film. Weil ich kann ja nicht nur so tun, als ob es nah ist, sondern es muss dann nah sein. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich ab diesem Zeitpunkt gerne auch einschalten. Also sei es ein Kommentar zu den drei Filmen, die wir gesehen haben, oder generelle Fragen auch noch an Godard. Ja, hier ist schon die erste. Mich würde nur kurz entstehungsgeschichtlich interessieren, wie diese Kooperation mit Schweden zustande gekommen ist, ob das irgendwie mit den Hochschulen möglicherweise zu tun hat oder biografische Hintergründe hat. So halb biografische. Also ich würde immer wahnsinnig gern antworten, ich habe schwedische Wurzeln und deswegen, aber habe ich nicht. Du wärst aber gerne Schwedin. Ja, ich wäre gerne Schwedin. Nein, ich habe viel Zeit in Schweden verbracht und habe die Sprache auch dann gelernt und hatte dann, das war mein Abschlussprojekt an der Filmhochschule und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, wollte ich nicht noch einen Kurzfilm machen, sondern ich hätte gerne einen Langfilm gedreht. War nicht möglich. Und dann habe ich nach irgendeiner Herausforderung gesucht, was mich nochmal speziell reizen würde. Und da dachte ich, okay, ich würde gerne auch mit einer anderen Sprache arbeiten und in ein anderes Land gehen. Und dann habe ich den Kontakt eigentlich hergestellt zur Filmhochschule in Stockholm. Ich bin dann dahin gefahren und es hat davor noch nicht stattgefunden, dass die kooperieren. Inzwischen gibt es einen Austausch tatsächlich zwischen den beiden Schulen. Es hat da so zaghaft angefangen. Du hast das so im Nebensatz jetzt gesagt, Langfilm war nicht möglich. Kann man ja eigentlich gar nicht glauben, wenn man diese Filme sieht, dass da wirklich ein vernünftiger Förderer da Nein sagt. Also entschuldige. Auch da braucht es halt viel Vertrauen. Wahrscheinlich, also es mag sein, dass diese Drehbücher, die sind vielleicht nicht so ganz konventionell zu lesen, ne? Also, sondern da muss man eigentlich meine Handschrift schon mitlesen oder die Art, wie ich inszenieren werde. Oder man muss zwischen den Zeilen gucken, weil das eben Filme sind, wie Sie ja jetzt gesehen haben, wo irgendwie jeder Blick und jede kleine Geste oder Berührung irgendwie wichtig ist. Und das eben nicht Drehbücher sind, die sich verkaufen durch eine sensationelle Handlung, wo man irgendwie in einem Satz sagen kann, was da passiert und jeder sofort sagt, wow, den Film müssen wir machen. Sondern es muss sich jemand darauf einlassen und jemand sich auf diese Atmosphäre einlassen und sich das genau anschauen. Ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass das so langsam mit den Kurzfilmen, die es da ja auch zu gucken gibt, greifbarer wird und da jemand sagt, gut, das wollen wir jetzt auch mal in lang sehen.
Es werden in Deutschland leider nicht häufig Filme gefördert, die eben nicht handlungsorientiert sind. Und es ist häufig muss eine Geschichte erzählt werden, häufig muss ein Held eine Wandlung durchmachen. Aber schon Schema F ja eigentlich. Ne? Das muss nicht Schema F sein. Es gibt ja sehr, sehr tolle Varianten dieses Themas. Aber es gibt ja eben auch andere Arten von Kino und andere Arten zu erzählen. Und es wäre finde ich, an der Zeit, diesen Bereich in Deutschland auch mal ein bisschen mehr zu beleuchten. Also ich habe immer noch das Gefühl, es muss sehr gut einzuordnen sein, damit es sozusagen gleich die Unterstützung findet. Wenn es ein bisschen vage ist, man nicht genau weiß, was man da erwartet, weil es eben irgendwie was anderes ist, dann ist es eher vorsichtig. Insofern befürworte ich das ja sehr, dass du diesen Begriff da in den Raum stellst, mal mit der neuen deutschen Sinnlichkeit, weil das zwar natürlich erstmal so ein Label ist, aber es irgendwie einen Blick auf eine bestimmte Art Film zu machen lenkt, die eben vorhanden ist. Und das Geschichte vom Astronaut ist ein wunderbarer Film. Und du hast viele aufgezählt, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Auch wenn wir alle unterschiedliche Filme machen, klar, ist es trotzdem so eine kleine Nuance, die eben sich auch aufs Gefühl ein bisschen richtet. Auch, also ich meine, ich versuche ja wirklich Liebesfilme zu machen. Und ich weiß noch an der Filmhochschule, als ich irgendwie gesagt habe, irgendwie Liebesfilme waren alle so, was? Liebesfilme machen? Also, weil alle darunter irgendwie halt eine Romantic Comedy verstehen oder Kitsch verstehen. Ja. Und einen ernsthaften Liebesfilm, der sich ganz ernsthaft mit so einem Gefühl auseinandersetzt und was das an Höhen und Tiefen und Ängsten und so bedeutet, das gibt es tatsächlich noch nicht so oder wird nicht so ernst genommen. Und wenn sich das durch so eine Begrifflichkeit ändern könnte, dann freue ich mich. Also das ist tatsächlich auch so ein Ziel, weil tatsächlich mal aus der Musikbranche vielleicht lernen kann. Dort gibt es Labels ja immer schon und wenn einem das eine gefällt, dann kommt man vielleicht auch noch auf andere, die einem interessieren könnten. Und so blöd das klingt, das ist total wichtig, gerade für Filme im Independent-Kinobereich, die einfach kein großartiges Geld für Marketing und Werbung haben. Und deswegen, also ich finde das ganz großartig, dass man dadurch vielleicht einen Blick auch noch auf andere Filme richten kann. Aber hier ist die nächste Frage. Oder habt ihr da Vorbilder? Die Frage war gestern schon nicht gut angekommen, aber Gruder hat vielleicht zuerst, der war gestern nicht dabei. Ich habe viel zu viele Vorbilder, als dass ich sie hier aufzählen könnte. Ich habe auch... das ist mir schon klar. Ich wollte die jetzt nicht aus meinem Privatleben Vorbilder nennen. Meine Mutter. Meine Mutter, genau. es gibt viele Vorbilder und es gibt auch viele Vorbilder, die überhaupt nicht solche Filme machen wie, also jetzt klingt es so, wie ich sie gemacht habe. Ich habe nur diesen einen Film gemacht. Aber wenn man mal so in die Richtung geht oder, also wäre ich schon, also Claire Denis wäre schon jemand, den ich nennen würde oder... Ich bin auch ein großer Freund von Antonioni. Also so. Bergmann fing gestern mal kurz. Also ich würde eher nicht das auf eine Person richten, aber die Art eher wie in Frankreich Filme gemacht werden oder in Skandinavien Filme gemacht werden. Also für Schweden ist der Film zum Beispiel nicht untypisch. Die befassen sich viel irgendwie mit Beziehungen in ihren Filmen. Und also da wäre ich vielleicht filmisch erstmal eher beheimatet, aber man kann das da auch mal hierher holen. Ja, Asien fiel auch noch gestern dann und so. Also es sind all diese Bereiche, also ich glaube manchmal, dass diese Filmemacher in Deutschland ja gar keine Chance hätten, Filme zu machen oder gehabt hätten. Das haben wir ja gestern auch mal besprochen, dass das wirklich die Frage ist, warum ist das so? Und es ist oft ja auf Drehbuchbasis wird entschieden, wie die Gelder vergeben werden. Und dann haben wir gestern erfahren, dass da auch Prosa mit reingeschrieben wird oder eben auch mal ein bisschen was Lyrisches und damit kommen dann viele vielleicht auch nicht so klar. Das ist interessant. Ich finde zum Beispiel, dass ich meine, Österreich ja auch immer, da ist sowas häufig möglich. Also jetzt, ich habe gerade gestern diesen Kater, den Film Kater gesehen und großartig, großartiger Film, der eben auch dieses Thema Liebe und Vertrauen auf eine sehr, sehr subtile Art auslotet. Also kann ich nur empfehlen, Kater, falls der hier läuft. Da ist die nächste Frage. Ich komme kurz hin. Ich bin absolut fasziniert. Also ich finde, sowas sieht man in Deutschland super selten. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wann ich das letzte Mal einen deutschen Film gesehen habe, der so treffsicher, feinfühlig inszeniert ist. Also ich bin absolut geflasht. Ich finde das super. Und vor allem, ich bin auch freier Kameramann und dann
vor allem die Bildsprache finde ich auch phänomenal. Also was Godehard schon meinte mit dieser Einstellung in der Straße, mit dem Rückwärtsfahren. Und es gibt so viele Einstellungen, die sind dermaßen auf den Punkt. Also wie genau funktioniert die ganze Auflösungsarbeit oder die ganze Vorbereitung? Das muss ja ein wahnsinnig langer, intensiver Prozess sein. Ja, also die letzten beiden Filme, Geister, die ich rief, und MV Martha, habe ich mit derselben Kamerafrau gemacht, mit Katharina Bühler. Und inzwischen, also kennen wir uns dadurch natürlich ein bisschen besser und wissen, aber die Vorbereitung ist trotzdem, also wir gucken tatsächlich viele Filme, da kommen dann die Vorbilder natürlich schon rein. Also es gibt Filme, die einen inspirieren oder Einstellungen oder Atmosphären, die man interessant findet und wo man guckt. Und sonst, also aber sonst ganz klassisch, ne? Wie jede Szene wird überlegt, aus welcher Perspektive wollen wir das sehen, worum geht es da, was ist das Wichtigste, wo ist der Fokus, welche Einstellungen haben wir da. Gucken natürlich am Set dann nochmal, also die Orte zu finden ist auch extrem wichtig, das ist irgendwie nicht so beliebig. Bei Kirschrot war es noch ein bisschen improvisierter, ne? Da haben wir irgendwie noch alles genommen, was ging, und wir brauchten irgendein Haus, da haben wir in dem Haus gedreht und das schon irgendwie gemacht. Inzwischen ist schon alles sehr viel konzipierter irgendwie, dass man sich über Farben und Hintergründe sehr viel Gedanken macht. Diese Einstrahler von der Sonne irgendwie haben wir immer irgendwie benutzt, um so ein bisschen zu verfremden oder so ein bisschen mehr so einen impressionistischen Eindruck manchmal zu bekommen. Ne? Dass wie kommt das bei ihr an? Das ist ja keine objektive Kamera, die irgendwie beobachtet, sondern sehr subjektiv von der Hauptfigur immer ausgehend. Und da haben wir dann so ein bisschen getrickst, manchmal mit Linsen und Vaseline auf Glas und so weiter. Und was ich auch noch interessant finde oder was ich gerne wissen würde, ist, wenn du meintest, dass wenn du spürst, dass zwischen den Schauspielern da gerade irgendwie vielleicht eine Hemmung ist oder dass da irgendein Problem ist und die sich nicht richtig fallen lassen können. Du hast vorhin die Nacktszene kurz angedeutet. Also wie machst du das, dass du, weil man kann es ja, jeder weiß ja irgendwie, wenn man dreht, hat man keine Zeit und wie geht das dann erstmal zu sagen, okay, wir fahren jetzt alle runter, wir quatschen mal eine Stunde und dann geht's ja weiter. Also die Zeit muss es in dem Fall geben. Also dann in dem Fall geht auch meine Schauspielerin weg vom Set und ich dann hinterher und dann dauert es eine Stunde so tatsächlich. Also kommen dann manchmal auch Sachen hoch, die haben gar nichts mit der Szene zu tun. Also manchmal ist es ja so, dass irgendein Widerstand oder eine Blockade hängt mit irgendwas anderem zusammen. Das kommt dann aber in dem Moment irgendwie hoch und dann musst du rausfinden, was ist es eigentlich? Und ist es was am Set liegt, was wir ändern können? Ist es irgendwas, was dazu führt, dass sie sich unwohl fühlen, was wir ändern können, oder ist es irgendwas tief drin und dann muss man es mit ein bisschen Geduld und Reden rausfinden. Also ich habe da kein Patentrezept. Das ist auch natürlich immer aufregend, wenn man denkt, oh Gott, das können wir nicht mehr drehen. Aber bisher war es immer möglich, irgendwie wieder zueinander zu finden. Mich interessiert natürlich noch abschließend, dürfen wir denn von euch weitere Regiewerke erwarten? Was steht bevor? Gibt es da schon Pläne? Ja, ich würde mich freuen. Erzählt davon. Ich bin gerade, es gibt ein Drehbuch, eine Fassung, das ist auch gefördert worden vom Kuratorium Junger Deutscher Film und da sind wir jetzt auf Sendersuche. Und dann geht es hoffentlich weiter. Viel Erfolg. Nach den Filmen sollte es doch auf jeden Fall gelingen. Und bei dir, Godehard? Naja, ich habe ja diese Regie eher aus dem Thema herausgemacht. Insofern, ich hätte schon wahrscheinlich kommt irgendwann die Lust, wieder was zu machen, da muss es dann aber irgendwie eine zündende Idee geben. Momentan beschäftige ich mich gerade mit anderen Sachen. Verstehe. Auch darauf sind wir natürlich sehr gespannt und freuen uns. Endlich mal bei mir mitspielen. Auch. Genau. Ich sage ganz herzlichen Dank an Reinhard Wolf vom Cinemayons, der das hier möglich gemacht hat, dass wir wieder hier sein durften. Vielen Dank, alle, es war sehr schön. Dankeschön. An alle, die bei diesem Symposium mitgewirkt haben. Es war wirklich großartig, sich auch mal in dieser Intensität mit so etwas zu beschäftigen, was wirklich es verdient hat, im deutschen Film mehr vorzukommen. Ich habe mir das mal auch nochmal notiert. Ich möchte wirklich gerne nochmal einen Appell auch an alle, weil das wird aufgezeichnet, an alle Entscheider im deutschen Kino richten. Poesie ist kein Schimpfwort. Vertrauen Sie diesen Filmemachern. Das sind wunderbare Filme. Es wird sich lohnen. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und bis bald. Tschüss. Danke euch. Lena Knaus, Godehard Giese. Euer Applaus.